Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr unter dem neuen Google Design euer Passwort ändern könnt. Also das Passwort von eurem Google Account, sprich YouTube, Google Plus, Google Drive, alles mögliche, wie ihr dieses eine zentrale Passwort ändern könnt. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, das Design hat sich aber jetzt ein bisschen verändert und ich wollte euch einfach mal das neue Design zeigen. Es ist nicht deutlich anspruchsvoller oder anders geworden. Ich wollte euch einfach nur zeigen, wie ihr jetzt da hinkommt. Was ich noch sagen wollte, ich habe dummerweise meinen gesamten YouTube-Ordner gelöscht. Ja, 220 GB für den Arsch. Das heißt, ich habe jetzt noch ein Cover, das Intro ist weg. Ich muss das alles provisorisch wieder erstellen. Ihr kriegt jetzt einfach mal kein Intro und es geht sofort los. Viel Spaß beim Zuschauen. So, ihr seht hier jetzt mal meinen Kanal. Wir haben heute den 10.06.2015. Das Design wurde, glaube ich, am 1.06.15 oder ein bisschen früher geändert. Ich weiß es nicht genau. Die letzte Designänderung ist 10 Monate her. Und jetzt will ich euch unter dem neuen Design zeigen, wie das funktioniert. Also wir haben, wie gesagt, heute den Stand des 10.06. Wenn es in 2 Tagen wieder anders ist, tut es mir leid, aber ich denke, das Design wird eine Zeit lang so bleiben. Also, wir klicken hier auf unser Kanalbild hier oben in der Ecke und klicken dann auf YouTube-Einstellungen, also auf dieses Zahnrad hier. Und dann klicken wir auf Passwort ändern. Dann müssen wir unser aktuelles Passwort eingeben. Ich mache das jetzt einfach mal. Upsala. Anmelden. So, und das hier ist jetzt neu. Hier haben wir jetzt nämlich eine neue Oberfläche und hier können wir jetzt unser neues Passwort eingeben und das Ganze nochmal bestätigen. Also ihr seht jetzt hier, mein neues Channel-Passwort ist dann das da und die Bestätigung ist das da. So ändere ich das jetzt. Aber wenn ihr euer Passwort wirklich ändern wollt, gebt ihr das hier ein, gebt ihr das hier ein und dann müsst ihr, glaube ich, das nochmal mit eurer E-Mail-Adresse bestätigen und dann habt ihr euer Passwort für euren gesamten Google-Account geändert. Das heißt, das ist nämlich ein bisschen tricky für Leute, die sich nicht so auskennen. Ihr ändert das Passwort damit auch bei allen anderen Google-Produkten, die mit eurem Account verknüpft sind. Das müsst ihr immer im Hinterkopf haben, aber ich denke, das ist soweit logisch. So, und damit ist dieses kleine Tutorialchen schon wieder beendet. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen bzw. geholfen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch durch einen grünen Daumen nach hoch oder durch ein Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bleibt gesund. Ciao, Leute!